in der Klinik am Südring. In der Notaufnahme der Klinik am Südring herrscht Hochbetrieb. Kaum hat Dr. Frank Peters die Schnittwunde eines Rentners behandelt, wartet bereits eine Schülerin, die von ihrer besorgten Mutter in die Klinik gebracht wurde. Die 18-Jährige findet den Wirbel um ihr blaues Auge allerdings übertrieben. Gut, einmal vielleicht hier vorne auf die Liege setzen. Ich brauche mich setzen. Ja, was ist passiert? Genau. Ich habe das nur Wirbel geschossen zu Hause. Ja. Ein Stück hoch. Und dann ist das halt ein bisschen blau geworden. Ja, ich wollte es mal abklären lassen. Ja, aber kann ja weiß Gott was am Auge sein. Sind Sie bewusstlos gewesen? So. Sind Sie hingefallen? Nein, alles gut. Mir geht's super. Klasse. Also ja, ich fühle mich ganz wohl. Ja. Also, wie immer. Keine Ausfälle. Nein. Ich muss mal in die Augen reingucken bei Ihnen. Also nicht erschrecken, ist mal hell jetzt. Ja. Ich drücke jetzt noch mal drauf. Ja. Ja, also ganz schön sieht es nicht aus, aber wir müssen trotzdem einen Bruch ausschließen. Also ich denke, dass wir das auf jeden Fall noch mal röntgen müssen. Bisschen kühlen? Ja, und bitte kühlen. Ja. Ich tue einen Kühlpack drauf. Da können Sie erstmal bis zur Röntgenabteilung auf jeden Fall dann kühlen. Siehst du. Und zu Hause auch weiter kühlen. Wenn nichts gebrochen ist, gehen Sie ja nach Hause. Ja, dann können aber wir das da wissen wir ja noch nicht. Na? Ja. Einfach mal eben kurz einfach gucken, dass ich beruhigt bin. Ja? Okay. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ja? Für die Mama. Gucken Sie mal. Ein blaues Auge ist nicht zu unterschätzen. Es könnte im Zweifelsfall auf die Komplikation eines Jochbeinbruches hinweisen, der dann auch operiert werden müsste. Bei der Untersuchung erschien mir dann doch der Befund harmlos. Aber ich konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die weiteren Verletzungen der Patientin erkennen. Oh. Um Gottes Willen! Was ist los? So, mal Beine hochlegen. Was ist los? Was ist denn los? Mein Bauch tut mir irgendwie. Der Bauch tut mir. Mach mal die Beine runter. Winkeln Sie mal ein bisschen die Beine an. So, genau. Hast du Schmerzen? Tut in der Bauch weh. Überall irgendwie. Ja, versuche mal die Beine ein bisschen runterzunehmen, weil ich doch mal abtasten muss. Ist das das, was du schon öfter hattest, diese Bauchschmerzen? Ja, aber das hatte ich halt schon lange nicht mehr. Sie hatte schon öfter Bauchschmerzen, okay. Aber wir haben halt gedacht, das wäre nicht so schlimm. Mhm. Ist es vielleicht doch, der Blinddarm oder so? Ganz akut jetzt. Also im Moment kann ich das so nicht. Wir werden mal einen Ultraschall gleich machen. Ja. Im ersten Moment war kein Zusammenhang festzustellen zwischen dem Hämatom am Auge und den Bauchschmerzen, zumal die Patientin erzählte, dass diese schon länger bestanden hätten. Im weiteren Verlauf stellte sich dann allerdings heraus, man doch einen Zusammenhang herstellen konnte. Dass die Mutter ihre Tochter zur Untersuchung des Auges überreden konnte, sollte sich später als lebensrettend erweisen. Dennoch weiß die Verkäuferin nicht, dass die 18-Jährige etwas Entscheidendes verschweigt. Auf dem Ultraschall entdeckt Dr. Peters Beunruhigendes. Ja, also ich denke, das Gefäß ist nicht in Ordnung. Wir müssen gleich ein MRT machen. Ja? Also der Blutdruck ist ein bisschen mau, ne? Sie hat 110/60. Die Bauchschlagader ist das auffällig und wir müssen das weiter untersuchen. So genau das kann ich Ihnen erst nach dem MRT sagen. Wir machen mal vorsichtig, wenn Sie zum MRT sollen, machen wir mal eine Nadel, ja? Ja, genau. Machst du das und dann rufe ich im MRT an. Bauchschlagader, was ist damit? Da könnte eine Blutung sein, das können wir jetzt noch nicht abschließend sagen. Es besteht zumindest ein Verdacht nach dem Ultraschall. Ich muss jetzt mal ganz schnell. Das MRT wird uns auf jeden Fall dann genaueres bringen. Beim Ultraschall des Bauches konnte ich bei der Darstellung der Aorta feststellen, dass sich da ein kleiner Flüssigkeitsbezirk hinter einer weiteren Wandschicht verborgen hatte. Und dies war ein Anfangsverdacht auf eine Aortendissektion. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt im MRT genau untersuchen. Wie gefährlich ist das denn? Ist das jetzt lebensgefährlich? Ja, das kann gefährlich sein. Und deswegen müssen wir auch jetzt sofort die Maßnahmen ergreifen. Und eventuell sind dann auch noch weitere Maßnahmen nötig. Aber das kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen. Das hängt von der Ausdehnung des Befundes ab. Ja? Die Aortendissektion birgt die Gefahr eines plötzlichen Platzens in sich und damit eine Massenblutung in den Bauchraum. Da gibt es nur noch wenige Überlebenschancen, es sei denn, der Patient ist schon in der Nähe des Operationssaales. Ich habe mir das gleich gedacht. Wissen Sie, wir sind mit dem Auge hierhin, aber ich weiß nicht, das hat der Arzt jetzt nicht gesehen. Sie hat schon seit 2 Monaten ständig blaue Flecken. Und immer wieder? Immer wieder. Und ich weiß nicht, woher sie kommen. Sie erfindet so seltsame Ausreden. Ich glaube ihr nicht. Ich habe so einen Verdacht. Ich weiß es nicht, dass sie vielleicht einen heimlichen Freund hat. Und
Ich will jetzt gar nicht ausräumen, das wäre vielleicht ja normal, ne? Ja, natürlich. Normalerweise sagt sie mir immer etwas, aber dadurch, dass sie die blauen Flecken hat, Sie meinen, dass er sie schlägt? Dass er gewalttätig ist. Und ganz ehrlich, ich habe das schon mal erlebt, also nicht ich, eine Freundin von mir. Und die wurde auch von ihrem Freund verprügelt, der war Boxer. Und der hat sie dann auch gewalttätig. Hat er ihr in den Bauch geschlagen oder sowas? Warten Sie mal ab. Wir kriegen das raus. Jetzt ist sie erstmal zur Untersuchung weg, ja? Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wo Sie warten können vorne, okay? Mhm. Und Sie versuchen einfach mal ein bisschen runterzukommen. Okay, brauchen Sie irgendwas? Frau Jägers Sorge, dass ihre Tochter in einer gewalttätigen Beziehung stecken könnte, war schon berechtigt. Viele Frauen, die in einer gewalttätigen Beziehung stecken, finden immer wieder Ausreden, um ihre Verletzungen zu verheimlichen und zu erklären. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Problem dann. Für das, was die Alleinerziehende kurz darauf über ihre Tochter erfährt, wird sie starke Nerven brauchen. Unterdessen empfängt Dr. Peters seinen nächsten Patienten. Der Familienvater wird von seinem Kumpel begleitet und hat ein Problem, das dem Arzt so noch nie untergekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wann ist das denn aufgetreten? Das ist jetzt 2 Stunden ungefähr her. 2 Stunden, ja. Müssen wir mal in die Nase reingucken. Ich brauche mal ein Spiegel. Dafür müssten Sie aber dann auch die Hand mal wegnehmen. Es ist auf der rechten Seite, ist das. Also bluten tut nichts. Spekulum. Du hast gut lachen, Mensch. Du hast ja die Schmerzen nicht. Entschuldigung. Kann ich anders? Das wird sich noch mal rächen. Wie Herr Feistel im Untersuchungsraum auf der Liege saß, war er in irgendeiner Form peinlich berührt. Er hielt sich die Hand vors Gesicht und es war eine eigenartige Stimmung. Wie ich allerdings dann bei der Untersuchung einen Fremdkörper entdecken konnte und den herauszog, war es doch eine sehr merkwürdige Überraschung. Das ist aber richtig fest. Ah, jetzt habe ich's. Okay, jetzt habe ich's. Ja, auf zu lachen, du uns. Was ist das? Jetzt muss ich aber auch ein bisschen. Was ist das denn? Wie kommt das denn her? Aber Sie können auch wieder lachen. Ist ein bisschen untypischer Ort dafür. Nicht? Ja, ich wollte auch. Wir waren in der Trinken und da haben wir so eine Challenge gemacht, so Kondom-Challenge. Jetzt hat er sich natürlich ein kleines Kondom genommen. Bei dem ging es durch. Bei mir ist es in der Nase hängen geblieben. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie die ganze Zeit so lachen. Ja, deswegen macht er sich schon kaputt. Aber warte mal, ich werde mich noch rächen. Sie haben eindeutig verloren bei der Challenge. Aber das hätte ja noch viel böser ausgehen können. Ja, aber... Also ganz lustig ist es doch nicht. Also, das muss macht man nicht alles so von Blödsinn, ne? Sieht im ersten Moment ganz lustig aus, aber kann echt gefährlich werden. Wie in den entsprechenden Videos haben die Freunde ein abgerolltes Kondom durch das Nasenloch eingeatmet, um es dann durch den Mund wieder herauszuziehen. Stellen Sie mal vor, das legt sich vor den Kehlkopf. Ja? Das legt sich da rein, Sie kriegen sie die Luftröhre und vor die Stimmbänder. Na gut, dass es aufgeblasen hat, das wäre ja schon gelogen. Ja. Vor allem, ich meine, eigentlich ist das ja eher so eine Sache, die Teenager machen, weil die eigentlich nicht aufgeklärt sind. Aber sie sind ja eigentlich alt genug. Ne? Ja, aber wir haben eben halt gedacht, das klappt bei uns genauso gut wie bei denen. Und deswegen haben wir das eben halt auch mal probiert. Man will halt jung bleiben, ist klar. Ja, man muss ja überall dabei bleiben. Okay. Und deswegen, also das tun Sie bitte nicht mehr. Körper haben in der Nase nichts verloren. Speziell bei kleinen Kindern kommt das häufig vor. Man sollte in keinem Falle mit scharfkantigen Gegenständen hineinkommen, um Verletzungen an der Nasenscheidewand zu verhindern. Es ist manchmal ratsam, das nicht betroffene Nasenloch zuzuhalten und einmal kräftig zu schneuzen, damit der Gegenstand herauskommt. Sollte dies nicht gelingen, sollte in jedem Fall eine ärztliche Behandlung erfolgen. Der Familienvater hat geschworen, sich nie wieder auf derart gefährliche Wetten einzulassen. Bei der Schülerin mit dem blauen Auge und den unklaren Bauchschmerzen hat die Magnetresonanztomographie die Befürchtungen von Dr. Peters bestätigt. Die Mutter der 18-Jährigen weiß noch nicht, dass ihre Tochter direkt von der Radiologie in den Operationssaal gebracht wurde. Im Ultraschall haben wir schon ein bisschen erkennen können. Die Bauchaorta, da hat sich die Haut gelöst an einigen Schichten und ist praktisch blutunterlaufen. Wir sprechen von einer Aortendissektion.
Und dieses Blut führt dazu, dass die dann plötzlich auch platzen kann. Deswegen ist es jetzt eine Notoperation. Okay. Ist noch nicht geplatzt und das muss man jetzt verhindern. Ja. Und muss da möglichst schnell diese Sache beseitigen. Wahrscheinlich wird man wohl eine Prothese einbauen müssen. Ja? So eine Operation ist keine alltägliche Operation. Bei Frau Jäger handelte es sich um eine junge Patientin. Und aufgrund des Alters sind die üblichen Ursachen für Aortendissektion, wie zum Beispiel Arterienverkalkung, bei ihr unwahrscheinlich. Bei einem solch jungen Menschen eine Aortendissektion zu erklären, ist außerordentlich schwierig. Dies kann vorkommen bei Verkehrsunfällen, zum Beispiel bei Gurtverletzungen, bei Haltegurtverletzungen können solche Erkrankungen vorkommen, oder durch ein anderes heftiges Trauma. Die Mutter der Schülerin ist überzeugt, dass ein Schlag in den Bauch die Aufspaltung der Schlagader verursacht hat. Aufgrund der vielen und häufigen Verletzungen ihrer Tochter vermutet die 43-Jährige, dass diese heimlich einen gewalttätigen Freund hat. Nach einer sorgenvollen Nacht hofft die Alleinerziehende auf gute Neuigkeiten von Dr. Peters. Okay. Wie lange muss sie denn noch auf Intensiv bleiben? Also nach dieser doch relativ großen Operation 6 bis 7 Tage, ja? Mhm. Ist das? Doch so lange. Mein Gott. Entschuldigung. Ich dass die Vanessa hier liegt. Ja. Kennen Sie den jungen Mann? Wer ist das? Ja. Kann er reinkommen? Vanessa, kennst du den? Ja, alles. Wer ist das denn? Wer sind Sie denn? Ich bin der Lukas. Ich bin Ihr Trainer. Aha. Wie Trainer? Ja, und genau zu den Kickbox-Trainer. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind mit Sicherheit der geheime Freund. Nein, nein, Mama, du Sie haben meine Tochter zusammengeschlagen. Nein, nicht. Seit 2 Monaten hat meine Tochter blaue Flecken. Die hat sie doch sicherlich von Ihnen. Entschuldigung, nein. Wir sind hier auf dem Intensivstation. Ein bisschen ruhig, Schulter, ja? Ich glaube wirklich, Sie haben etwas da falsch verstanden. Ich bin lediglich Ihr Kickbox-Trainer. Mama, alles Kickbox-Trainer? Wieso den Kickbox-Trainer? Seit wann machst du den Kickboxen? Ja. Ich war mal da und du weißt, ich tanze nicht gern Ballett oder Hip-Hop oder... Warum hast du mir das denn verheimlicht? Du kannst mir doch alles sagen. Den wahren Grund dafür, dass sie nichts vom Kickboxen erzählt hat, verschweigt die 18-Jährige weiterhin. Der Schülerin war nicht bewusst, dass ein Bauchtreffer beim Training derart lebensbedrohliche Folgen haben kann. Ihr blaues Auge war in dem Fall eine glückliche Fügung. Da sie gestern schon Bauchschmerzen hatte und wohl sich vor Krämpfen gewunden hat, hat sie leider einen abgekriegt. Deswegen hatte ich mir gestern schon Sorgen gemacht. Ich wollte auch einen RTW rufen, aber unser Dickkopf hier hat er wieder verneint. Ich muss mir jetzt mal einschalten. Also mit dem Kickboxen geht's nicht weiter. Also Boxen und Kontaktsportarten wie Handball oder Volleyball oder Damenfußball mittlerweile, das ist nicht mehr für sie erlaubt, weil sie nehmen Blutverdünnungsmedikamente und da ist immer die Gefahr von Blutungen. Ja. Bei Frau Jäger ist ja eine Prothese eingesetzt worden. Diese Prothese muss erstmal richtig verheilen. Das dauert einige Monate. In dieser Zeit müssen auf jeden Fall blutgerinnungshemmende Mittel gegeben werden, in der Regel auch lebenslang. Aufgrund der blutgerinnungshemmenden Mittel ist natürlich die Gefahr von Blutergüssen und Blutungen, inneren Blutungen bei größerer Krafteinwirkung auf den Körper möglich. Und das kommt natürlich speziell bei den Kontaktsportarten vor, wie Volleyball, Handball, Boxen, auch Fußball. Das ist jetzt auch nicht so das Schlimmste für mich. Also so wirklich hat es mir auch nicht Spaß gemacht. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich habe draußen noch ein paar Notfälle, die ich versorgen muss. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke Ihnen auf jeden Fall. Danke. Ja, noch ein paar Tage. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Aber Frank, sagst du mir Bescheid, wenn es dir keinen Spaß gemacht hat, warum bist du denn dann immer zum Kickbox-Training gegangen? Das ist unangenehm jetzt. Können wir dann anders darüber reden? Du mir doch sagen können, dass du dich heimlich verliebt hast. Ja. Du hättest im Kickboxen auch, denke ich mal, keine glorreiche Zukunft gehabt. Von daher. Und zumal ich mit meinen Schützlingen sowieso nichts anfange, könnten wir, wenn du magst, jetzt gerne einen Kaffee trinken gehen. Würde sich. Ich würde sagen, wenn es schon wieder ein bisschen besser geht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kurier dich erstmal aus, das ist die Hauptsache jetzt. Und dann können wir uns gerne wieder sehen. Wenn die Mama einverstanden. Ich bin einverstanden. Das nächste Mal sagst du mir mal Bescheid. Ja. Diese Heimlichtuerei, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Nach 2 Wochen wurde die Schülerin aus der Klinik entlassen und erholt sich jetzt zu Hause weiter von der schweren Operation. Ihr ehemaliger Trainer ist oft zu Besuch gekommen und freut sich schon auf das erste gemeinsame Date. Die Mutter der 18-Jährigen hat den jungen Mann mittlerweile ebenfalls ins Herz geschlossen.